So, am Nuffinenpass, hier haben wir einen schönen Stausee gefunden und neuerdings auch ein paar schöne Windräder. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch einen kleinen Blick erhaschen können vom Gletscher, der hier noch mal ein paar Meter weiter weg ist. Mir tun die Haxen weh. Und die Pumpe auch. Der Schweizer immer noch in der Schweiz. Gut. Schauen wir mal, ob wir hier einen Weg finden. Einen kleinen Ausblick. Hier müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht abschmieren. Das hat gar nicht gereicht. Mal noch ein Steinchen werfen. So. Gucken wir mal. Ist irgendwie ganz schön weit weg. Ich will das Telefon auch nicht wegschmeißen in der Zeit. Geht ganz schön steil runter. Und alle. Hoppa! Jetzt aber. Keine Kraft mehr. Oh, sicherer Stand. 1, 2 und 3. Ja, das wird nichts. Das sind wahrscheinlich 50 Meter. Werfen konnte ich noch nie gut. So. Hier ist auch noch Fahrt. Wie haben sie denn das gebaut? Gar nicht. Machen wir hier ein paar Meter vor. Jetzt mal schön aufpassen hier mit meinen Bergschuhen. Zack, zack, zack. So, tipptopp, Sicherheitsschuhe. Andere Stiefel liegen im Auto. Ich wollte eigentlich was zu essen kochen. Naja. Oh, gleich da vorne um die Ecke. Die geschätzten 100 Meter werden doch noch sehr lang. Und dann fix zum Auto. Hier. 12 Jahre nicht in der Schweiz gewesen. Ach du liebes bisschen, nee. Denkste, das ist noch ein ganz schönes Stückchen Lungs. Das muss reichen. Falsche Kleidung und viel zu spät. Ich schwenk noch mal rum. Auf den Nuffinenpass. Gut, so. Und irgendwo da hinten hier, hinter der Windmühle sozusagen, da steht mein Auto, da müssen wir noch hin. Naja, ist doch schön hier. Ich weiß gar nicht, 2000 und ein bisschen Meter, ne? Keine Ahnung. Letzten Blick. Ja? Letzten Blick erhaschen. Und tschüss.